und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Mein Name ist Ed. Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Während meine Trams hier und was weiß ich nicht was durch die Gegend eiern mit den kleinen Teilen. Der Zug sollte ersetzt werden. Okay. Das ist Bad Reichenhall Benzin. Schauen wir mal. Was haben wir denn da? Ein freundliches Orange. Wir gucken mal. Bad Reichenhall Benzin. Bad Reichenhall Benzin. Lass mal gucken. Bad Reichenhall Benzin. Okay. Quatsch. Gucken wir mal, was wir ihm geben können. Der hat 11 von diesen wunderbaren Benzindingern dran. So, wählen wir mal die Farbe. Und der hat jetzt drauf, das müsste die BR59 Pneus sein. 160 Kilowatt, 60 Kilonewton, schafft 50 km/h. Haben wir was Besseres? Schafft 40 km/h. Die schafft 60 km/h. Aber die Leistung ist nie hier, ist nicht schlecht. 100 km/h, 1000 Kilowatt Leistung, Zugkraft 120 Knoten, 35 Jahre. Kostet mal schlappe 2,47 Mille. Ist ein bisschen teuer, ne? Andererseits investieren wäre ja auch nicht so verkehrt. Dann könnte man den Takt erhöhen, ne? Mal gucken, wir lassen es mal laufen. Wenn wir dann die Kohle haben, nehmen wir es mit. Halten wir mal im Auge. Lass das mal offen, damit ich Bescheid weiß. Weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr klar. Denn ich wollte ja eigentlich jetzt das, das Depot anschließen. Das machen wir auch. Ich muss natürlich auf beide drauf. Und mal raus hier. Ich muss natürlich auf beide Teile da drauf und das ist nicht so leicht. Warum liegt der das denn so? Scheibenkleister. Das wird hart jetzt, weil einerseits muss er hier drauf. Weil es gerade so schlecht sehen, ob das passt. Passt natürlich nicht. Wisst ihr was? Dann machen wir es nämlich folgendermaßen. Das? Ne, passt nicht. Na, warum geht denn das nicht? Oh, Leute. Krümmung zu groß. Bau nicht möglich. Yay, sag ich nur. Yay. Krümmung zu groß. Komm. Die X-Leiche. Kommt er nämlich auf der drauf. Kommt er auf beiden drauf. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. So. Hallo. Bau nicht möglich. Ach komm, jetzt hör mal auf zu spinnen. Das wird schlimm jetzt hier. Das ist wirklich eine üble Sache. So. So, das wird angeklemmt. Das passt. Das heißt, er kommt auf diese Spur und auf diese Spur drauf. Das ist doch schon mal was. Ist gar nicht verkehrt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir natürlich dasselbe Spielchen von der anderen Seite auch noch hinkriegen. Und dafür, ja.
Okay, Straßenfahrzeug, Steine, Neuberg, Neuburg. Das können wir auf die Schnelle noch machen. Straße, Steine, Neuberg, komm. Fahrzeug wählen. Mieter. Wir brauchen unbedingt mal ein bisschen was mit ein bisschen mehr Power. Ey, das ist furchtbar. So, 100%, ja. So, dann sollte das Problem erledigt sein. Aber der Treibstoffzug noch nicht. Da arbeiten wir noch dran. Gut. Das heißt, von der Seite kommt er beidseitig drauf. Und warum sehe ich jetzt Eisenbahn? Ah, okay, das klappt noch, das ist okay. Das klappt noch, das ist gut. Jetzt müssen wir versuchen, dasselbe Spielchen hier auch zu machen. Das wäre nämlich zur Not auch von dem Gleis dann dorthin kann. Dann kann er nämlich in beide Richtungen theoretisch drauf. 5 zu groß. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Warum schon? Oh, das gibt's doch nicht, ne? Jetzt muss ich hier wirklich so eine. Wer da nicht rein will. Shit, ey. Ärgerlich, ey. Das hätte so gut funktionieren können. Also manchmal ist es wirklich Futzelarbeit, ne? Das seht ihr ja schon. So, dann kommt er hier raus. Kurz hier und dann kommen wir müssen wir hier so rum. Dass der da irgendwie so. Ah, warte mal, so geht es vielleicht noch. Krümmung zu groß. Ach komm, jetzt hör doch mal auf. Ey, das ist doch. Na, das ist jetzt wirklich. Wirklich mal richtig große Kacke, ne? Hat man das hier mal gerade so schön hingekriemelt? Und dann klappt das so nicht. Und das funktioniert. Gut. Der ist jetzt angeschlossen. Das heißt, man kann von hier aus rein, man kann von dort aus rein. So. Problem jetzt, ich muss jetzt das hier auch noch mit anschließen. Damit man wirklich von beiden Richtungen rein kann. Und das wird jetzt ein Problem. Weil ich dort nicht reinkomme. Ich will aber auch nicht irgendwie so ein komisches Dreieck jetzt hier friemeln. Müssen wir es mal anders machen. Dass ich hier so rumlege. Und mich dann hier so eindocke. Was für eine Konstruktion. Meine lieben Herren. So. Du sollst hier halten. Und du hältst hier. Wenn was rausfährt. Und theoretisch sollte das jetzt wieder funktionieren. Die Strecke funktioniert noch. Sehr gut. So, der fährt noch tapfer weiter. Muss er. Können wir den dort wegreißen. Dann haben die jetzt wieder Verbindung zum Zugdepot. Und gleichzeitig können wir auch die Verbindung schaffen zu diesem Ding jetzt hier, zu dieser Linie, die ja dort oben hinführen soll.
So, lass mal gucken. Keine Signale, das ist Blödsinn. 120, das ist noch in Ordnung. Schön straight up. Und du musst leider... obwohl, was ist schlauer? Was meint ihr? Wenn ich ihn hier auf diese Strecke mit einfädeln lasse, das kurze Stück, oder das hier nehme? Obwohl, da könnte er dann natürlich halten, ne? Ja, das ist schlauer. Wir lassen so, dann kann der hier nämlich halten, wenn da dieses Nadelöhr blockiert ist. So. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Watt reichen heil. So war das mit Sicherheit auch schon. Könnte, glaube ich, eine recht lukrative Strecke werden. Oh, komm. Es wird teuer. Ich sehe es schon kommen. Mit Tunnel. Röhrentunnel. Obwohl 244.000 geht eigentlich noch. Ist okay. So, den jetzt noch ange... Komm. Sag mir nicht, dass das jetzt... Ach, jetzt komm, jetzt hör mal auf. Na, das kann es ja nicht sein jetzt, dass man jetzt hier... das nicht rankriegen soll. Steigung zu groß. Willst du mich jetzt arschen? Der will mich jetzt arschen. Der will mich jetzt arschen, ey. Das ist doch nicht wahr. Nein, wir wollen hoch. Ich will hoch. Warum geht das nicht? Steigung zu groß. Ich werde irre. Jetzt muss ich wirklich ernsthaft. Ja, hier ist wirklich übel. Kommst du auch nicht weiter hoch? Okay, das scheint jetzt wieder zu funktionieren. Hoffe ich mal. Was? Oh, Steigung zu groß, ey, das ist nicht normal. Das ist doch kacke. Ganz ehrlich, ey. Wegen so ein paar Millimeter hier, was hier ist, ey. Das ist. Sowas ärgert mich, ne? Sowas ärgert mich. Bau nicht möglich. Herrgott nochmal. Komm, ich will nach oben. Du sollst doch nur nach oben gehen. Anders. Gottes Willen. Das wieder so. In der Hoffnung, dass was jetzt angeschlossen wird. Ja. Steigung zu groß. So geht's nicht. Steigung zu groß. Steigung zu groß. Ach komm, der will mich jetzt wirklich verarschen. Ganz ehrlich, der will mich jetzt wirklich verarschen. Okay, dann, wenn er so nicht will, machen wir es anders. Dann reiße ich den ganzen Tunnel hier weg. Und gehe mit dem Gleis. Moment. Hier hängt noch was. Ein Zipfelchen. So.
Lass mal gucken, da müssen wir hin. Aha, und das geht auf einmal, oder was? Tunnelbauprojekt Nummer 8. Das ist übrigens eine Mod Bergtunnel. Röhrentunnel. Was haben wir hier mit dem Bergtunnel, oder? Kann ich das wählen? Nein, 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 Röhrentunnel. Das sieht cool aus. So. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Endlich angeschlossen. Zwei Tunnel später. Der Burner. Echt übel. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Abzweig. Der dann auf diese Linie hier führt. Ja, am besten natürlich irgendwie so, aber das wird nicht gehen. Das wird nicht gehen. Immer den einen Zug noch im Auge. Weil ich würde ganz gerne das so machen, dass der von hier aus rausfahren kann. Ne? Versteht, was ich meine? Dass man eventuell das Stück hier ein übelstes Gleisbett wird. Aber dazu müsste ich den hier irgendwie auch nochmal rankriegen. Wie sieht denn das aus? Ah, das sieht ja aus wie nix, ey. Das ist ja... So, So. Kann man denn... Tunneltechnisch kann man nicht. Rüber kann man auch nicht, oder? Tunnel zu groß. Aber es würde so gehen. Schitte. Ah, das ist zu eng hier, ey. Das ist ärgerlich jetzt. Dann müssen wir es nochmal anders machen. Und führt. Noch ein Abgleis. Oh, wieder was Neues. Oh, ja. Ein Kesselwagen, Güterwagen und. Warum mache ich eigentlich gleich mit Oberleitung, nicht Idiot? Können wir eventuell hochgehen? Ja, komm. Komm, ich will da rüber. Dass du mir da eine Brücke baust. Warum machst du das nicht? Mann. Unterirdisch geht's auch nicht. Das ist. Ich rate gleich mal ab hier. Für den Fall der Fälle. Ich will doch nur darüber. Und am liebsten hätte ich es, dass ich hier mit einer kleinen Brücke irgendwie rüberkomme. Ja, das, ihr versteht, was ich meine. Ich will doch nur hoch. Ah! Sieht das schon mal besser aus. Und dann gehen wir hier rüber. Ein Stückchen zumindest. Wir gehen hier wieder runter. Und da müssen wir nochmal upgraden. Beziehungsweise das Stückchen nochmal wegreißen. Aber ihr seht, was ich vorhabe. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Machen wir nochmal schön hier. Mit der Brücke hier rüber, dort anklemmen. Damit das Gleis gleich versorgt ist. So.
Down. Wir müssen down. Eventuell gehen wir das so. Steigung zu groß. Ich hab's mir schon fast befürchtet. Wieder nur runter. Warum geht das nicht so, wie ich mir das wünsche? Hm? Höher geht. Ah! Mann, eine wirklich höchst komplizierte Angelegenheit hier. Das ist der Wahnsinn. So. Machen wir es nämlich anders. Und wieder was Neues. Ein Schiff! Ein Schiff! Ein Schiff. Ja. Ein hoch. Nicht zu hoch. Und da gehen wir dann schon runter, so gut es geht. Okay, jetzt müssen wir runter hier irgendwie. Runter. Komm ich hier runter. Okay. War auch nicht möglich. Warnung. Ja. Straßenfahrzeug. Darum kümmern wir uns dann, wenn wir genug Kohle haben. Ich muss jetzt hier noch irgendwie rein. Das ist jetzt ärgerlich. Du musst irgendwie da noch rein. Und das geht sogar. Wahnsinn. Jetzt ist der auch mit dem Wings verbunden. So wollte ich es doch haben, liebe Leute. Zack. Sehr geil. So wollte ich es haben. Direktverbindung zum Depot. Sehr geil. So, und du solltest eigentlich hier noch weiterlaufen. Aber später. Sollst du nämlich... da rein. Doppelgleis. Also hier werden wir gleich zweispurig fahren müssen. Mittlerweile über 4 Mille, das ist super. Das ist richtig gut. Richtig gut. Das war zu viel. Schade. Dann machen wir mal anders. Wir wollen das ja vernünftig anklemmen. Perfekt. Du bleibst hier stehen. Und du bleibst quasi. Warte mal, der fährt rein. Wieder was Neues. Oh, endlich Benz! Endlich die Benz! Sehr geil! Sehr geil! Das müssen wir gleich dann mal nutzen. So, das heißt, er kommt ins Depot hier rein, er kommt ins Depot raus. Ja, Wahnsinn.
Er kommt ins Depot rein und ins Depot raus. Sehr gut. Eigentlich gar nicht schlecht. Wollen wir mal gucken, dass wir jetzt Straße umstellen. Gleich auf die Benz. Güter. Der schafft 8. Der hat 6 geschafft. Der ist 40 km/h schnell. Die sind 25 km/h schnell. Ganz klipp und klar. Schalten wir um. Dass die gleich umgebaut werden. Selbe Spielchen machen wir hier auch. Güter. Benz. Auf Blau. Hier aus. Haben wir eingeschaltet? Ja, ne? Haben wir eingeschaltet. Gut. Und das läuft. Das ist in Ordnung. So, Steine können wir auch noch gleich mal umschalten. Auch hier nehmen wir die Benz. Freundliches Grau. Und läuft. So, alles was bei 100% ist, schaltet durch. Die ÖPNVs werden wir jetzt auch mal Fahrzeugersatz machen. Passagiere, da haben wir jetzt zum Beispiel den Postbus. Der schafft 8 Passagiere, das ist so ordentlich. Nehmen wir mal so ein. Postbus. Das Ganze schaltet ein. Jeweils bei 100%. Freundliches Grün. Auch Postbus. Ja, muss hier laufen. Zack. 100%. Aufrüsten. Da fahren auch schon die ersten. 100%. Fahrzeug wählen. Postbus. Auch ein merkwürdiges Grün. Einschalten. Läuft. Dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen aktualisieren. Trams machen noch Minus. Und jetzt kommt schon wieder was. Der Hammer. Wieder ein Schiff. Ich komme gar nicht mehr hinterher, liebe Leute. 4,4 Mille. Und ja, dieses Gleiskonstrukt, sage ich mal hier, damit werden wir uns beim nächsten Mal weiter beschäftigen, wenn wir den ersten Zug auf die Reise zur neuen Strecke schicken. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Und ja, schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Transport Fever. Und einmal noch mit der alten Lok mitfahren zum Abschluss. Ich bin raus. Ciao, ciao.